Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 76. Es geht endlich los. Ich hab's in die Beta geschafft. Ah, endlich. Und heute gucken wir uns mal das Ganze an, ne? Wir müssen ja auch Kritik üben. Dafür ist eine Beta da, ne? Und ich würde sagen, wir gucken, was haben wir hier? Fotogalerie. Wir können viele Fotos schießen. Social. Freunde, Team, kürzlich. Ich habe keine Freunde. Tut mir leid. Bin einsam. So. Anzeige, was haben wir denn hier? 16 zu 9. Okay. Hi, hi, Ultra, Ultra. Oh, sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein neues Spiel. Ich habe mich nicht spoilern lassen von diesem Spiel. Wir gucken uns das Ganze rein natürlich an, vom ersten Blick an. Welt gefunden, bitte warten. Ich weiß auch gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich habe zwar hier und da ein paar Schnipsel mitbekommen, mit von wegen, ja, wenn du einfach auf Leute schießt, kriegst du eine Strafe und so ein Kram. Aber im Endeffekt, denke ich mal, werden wir dieses Spiel einfach selbst lernen und erleben. Und dafür gehen wir einfach mal rein. Bin gespannt, ich bin gespannt. Vor allem ist es jetzt noch ein bisschen schwierig. Nächste Woche habe ich Spätschicht. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch genug aufnehmen kann. Bethesda Game Studios presents ein neues Fallout. Fallout 76. Crate bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messers Schneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern, oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch, wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Da stimmt doch was nicht. Vault 76. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein.
Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Eine kleine Sache hat mich gerade gestört im Intro. Die haben davon geredet, dass die Vault 76 aufgebaut haben, die Leute reingesteckt haben und haben gesagt, wenn sich der Fallout legt. Das heißt, die haben quasi vorausgesehen, dass Bomben fallen werden. Ich meine, wenn man einen Bunker baut, geht man davon aus, dass Bomben fallen werden. Das ist mir bewusst. Aber einfach die Tatsache, dass denen bewusst wird, dass Bomben fallen werden. Ich meine, in den anderen Fallouts war es so, als wäre es überraschend gewesen, dass die Bomben fallen. Aber die haben gesagt, ja, wenn der Fallout sich legt, gehen wir einfach wieder raus. Alles easy. Ist vielleicht Voltec für die Bomben verantwortlich? Haben die vielleicht einfach nur die Bomben fallen lassen, damit die ihre Experimente machen können? Ah, guck mal, ich kann mir die Nase einstellen. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen rumfummeln und meinen Charakter machen und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe fertig. Es gab gar nicht so viele Möglichkeiten, den Charakter so zu gestalten, dass er einem irgendwie ähnlich ist. Ich meine, wenn wir uns jetzt gegenseitig hier so angucken, ne, ich würde jetzt nicht in deinen Spiegel reingucken. Aber für alle, die sich schon mal gefragt haben, was für Haare ich habe, bitteschön. Da seht ihr es. Das ist so in etwa meine Frisur. Ein bisschen länger, also meine Haare sind leicht länger, leicht, leicht. So, okay, erledigt. Gib deinem Charakter einen Namen, das ist Maridor, hier Zero und up, fertig. Und ich habe schon gemerkt, dass hier Leute rumlaufen und viel quatschen. Deswegen gucken wir mal. Oh, ich kann ein Foto machen. Gott, ich sehe überhaupt gar nicht aus wie ich. Egal, egal. So, was haben wir hier? Spielanzeigen. Ja gut, wir machen einfach ein Foto von uns ohne uns. Ist auch nicht schlecht. Ja, ich sehe schon hier, dieses Spiel hat viel mit Social Media zu tun. Kriege ich irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, Ausdruck? Ängstlich? Ja, ängstlich bin ich jetzt nicht. Amüsiert. Wütend. Ehrfürchtig. Besorgt. Zuversichtlich. Angewidert. Flirtend. Flirten kann mein Charakter auf jeden Fall schon mal nicht. Freundlich. Glücklich. Beeindruckt. Gereizt. Neutral. Friedlich. Verwirrt. Rage. Traurig. Finsteres Lächeln. Oh ja, wir nehmen das finstere Lächeln. So, Posen. Können die Vaultboy machen? Hände auf die Hüften. Kniend. Und gar nichts. Wir machen natürlich ein auf heroisch, Handy in die Hüften. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon das Foto schießen, ne? Ansichtrollen. Oh ja, Sichtfeld. Tiefenschärfe. Oh, verändert sich jetzt nicht so viel. Wir machen einfach jetzt ein Foto. Schnappschuss machen. Boom. So, unser erstes Foto. Ah, du kannst den Fotomodus wieder aufrufen, indem du Select drückst und dann Y. Okay, ich muss mal ganz kurz in die Optionen. Ah, okay. Einstellungen. Wobei, wir lassen mal den Sprachchat an. Einfach nur für den Fall der Fälle. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht im Spiel. Was mir jetzt aber auffällt, ist, dass ich keinen Ton habe im Spiel, oder? Hallo? Spielton? Oh, ein bisschen lauter. Ja, so. Mal gucken, ich muss den Ton noch anpassen. Wir gucken uns mal die Map an. Hallo? Okay. Gucken uns mal die Map an. Ja. Ja, okay. Welcome to West Virginia. Ist jetzt nicht so krass groß, aber ich denke mal, per DLC wird dann noch einiges kommen. Habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, aber gut. Terminal. Okay, Terminals können Holobänder enthalten. Drücke X, um ein Holoband auszuwerfen oder eins einzuladen. Nuka-Tapa, okay. Einen frohen Rückeroberungstag.
Heute ist es soweit, der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit. Sie sind bereit. Amerika wartet auf uns, also brechen wir auf. Die Aufseher ran. Sie sind eingeladen. Countdown zum Rückeroberungstag. Alle. Wann? 22 Uhr bis Mitternacht. Wir haben die restlichen Alkoholrationen und die offizielle Vault-Tec-Partyhütte freigegeben. 10 Minuten vor Mitternacht wird die Aufseherin eine Rede halten und den Countdown durchführen. Wir wünschen viel Spaß. Uloband abspielen. Get ready to serve. Okay. Ja, gib ihr doch ihr komisches Bier. So. Ich muss sagen, das ist ein... Oh Gott, da kommt ein Glas zurück. Nein. Hallo? Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Nein, ich will's verlassen, bitte. Komm, aber das Holoband nehmen wir mit. So, können wir hier irgendwas mitnehmen aus der Vault? Offensichtlich nicht. Ich hätte gerne den Partyhut. Oh, ich wollte den Partyhut mitnehmen. Ausruhen. Ach guck mal, da liegt ein Hut, den können wir mitnehmen. Wenn du dich in einem Bett ausruhst, wirst du langsam geheilt. Ruhe dich lang genug aus, um einen Bonuseffekt zu erhalten. Aber Achtung, Matratzen auf dem Boden können Krankheiten übertragen. Jetzt liege ich hier in Echtzeit, oder was? Nein, so. Ich will den Hut mitnehmen. Geht offensichtlich nicht. Ich kann hier gar nichts mitnehmen. Ich kann Sachen durch die Gegend schubsen. Und hier läuft irgendwie wer rum. Die verprügeln wir direkt. Wo ist er? Okay, das ist mein Zimmerchen. Ich sehe schon. Ah, mein Pip-Boy. Dankeschön. Ah, so. Ja, schon mal ein Pip-Boy. Ist mir gerade wie ein Fussel am Auge vorbeigeflogen, fand ich seltsam. Fernseher. Ach, da packt man Tape rein, ja? Okay, gucken wir mal, ob wir ihn verprügeln können. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Komm raus, spielen! Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Appalachia, okay. Kann der nicht rauskommen? Ich würde gerne mit ihm spielen. Klopf, klopf! Also, die Musik ist extrem leise, weißt du, aber der Rest ist voll laut. Naja. So, zurück zum Spiel, bitte, danke. Was macht denn der da? Egal, dann gehen wir halt raus. Gehen wir ohne ihn. Ich wollte ihn zwar mitnehmen als Leiche, aber egal. Alle weg. Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Die meisten anderen sind schon weg. Kommen Sie lieber in die Gänge. Bei jedem Posten können Sie Ausrüstungsstücke erhalten. Nur eines pro Bewohner. Okay. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich der einzige NPC sein, der hier rumläuft, wa? Okay, da kommen wir nicht hin. Schade, dass der Spieler nicht rauskommt. Ich würde ihn gerne verprügeln. Ich meine, einfach so just for fun. Oder kann er da gar nicht rauskommen? Und hier kann man sich gar nicht treffen in diesem Bereich. Es ist möglich. Na gut. Gucken wir mal. Ach, guck mal.
kann man ja Fußball spielen. Ist ja crazy, ey. Kann ich die Luftballons zum Platzen bringen? Ja, ich kann die Luftballons zum Platzen bringen. Wie cool. Aber so wie es hier aussieht, bin ich nicht der Einzige, der das gemacht hat. Kann ich hier auch alles kaputt machen? Nein. Da kommen wir nicht rein, unzugänglich. Ne, hier ist auch noch ein NPC. Na gut, schon mal ein bisschen gratis Zeug. Finde ich gut. Guck mal, da ist jemand. Da draußen gibt es eine Menge Wasser. Wahrscheinlich. Komm, verprügeln wir ihn. Ich will jemanden verprügeln. Wir gucken, ob ich Erfahrung bekomme. Könnte man hier quasi leveln? Hallo, komm raus. Will ich verprügeln? Der macht halt nur komische Geräusche. Keine Ahnung. Vielleicht putzt er gerade seine Taschenlampe, man weiß es nicht. Okay, ja gut, dann hauen wir ab. Gibt's hier eigentlich einen Watz-Modus? Das ist der offensichtlich nicht. Das muss der hier sein, ne? Oh, ich kann auch verteidigen. Das wird unser neuer Gruß. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, machen wir einen auf den hier. Baumaterial. Also bitte, ein eigenes Stromnetz aufzubauen und ihren eigenen Strom zu erzeugen. Wie schwer kann das schon sein? Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mal gucken, wo ich mich aufbaue. Ihr könnt mich übrigens jederzeit besuchen und zusammen mit mir spielen. Ein paar Dude, ja. Emotes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, tatsächlich, immer wenn ich rede, hört man mich auch. Seht ihr das? Man kann mich hören. Scheiße. Kein Wunder, dass sie nicht rauskommen, wenn ich sage, ich will sie verprügeln. Ja, ja, so. Gegenstand, Kleidung, Partyhut. So, ich lasse einfach mal mein Mikrofon an, einfach nur just for fun, um zu gucken, wie das so ist. Ob die Leute mich dann finden und töten, weil sie denken, ey komm, der Quatsch spitzt sich selber, voll Idiot. Der hat hier nichts verloren in unserer Welt. Solche Leute gehören hier einfach nicht hin. Vergessen Sie Ihr Camp nicht. Das ist überlebenswichtig da draußen. Dankeschön. Mal gucken, wie das funktioniert mit dem Camp. Kann ich hier nicht noch mehr mitnehmen? Jedenfalls können wir unser Camp einfach aufstellen, wo wir wollen. Das ist nicht so wie in Fallout 4, wo wir quasi gezwungen sind, irgendwo zu bauen. So, wir können uns frei entscheiden, wo. Mal das Licht anmachen hier. Ah. Nicht vergessen, Anpassung ist wichtig. Wenn Ihre Rolle nicht funktioniert, versuchen Sie eine andere. Seien Sie kreativ. Meine Rolle? Was haben wir denn hier? Brille? Ein Stift. Skillkarten. Okay, wir haben schon mal unser Level up. Charisma ist deine Fähigkeit, andere... ja, danke, dass du so laut warst, Spiel. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu führen und ihnen zu helfen. Es ermöglicht dir, Skills mit höheren Punktzahlen zu teilen. Außerdem wird es sich auf deine Belohnung für Gruppenquests und Preise beim Handeln aus. Okay. Intelligenz. Intelligenz steht für deine allgemeine geistige Kapazitäten. Der Wert bestimmt deine Fähigkeit, Terminals zu hacken, den Zustand und die Haltbarkeit von hergestellten Gegenständen sowie den Ertrag beim Wiederverwerten. Agility, Beweglichkeit, präsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Das Problem ist Schleichen, ja. Ich meine, ein Spieler hat nun mal Augen im Kopf und der kann doch jederzeit gucken. Glück fasst zusammen, wie gut du das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Abklingzeit bei kritischen Treffern sowie den Zustand und die Haltbarkeit von Gegenständen, die du durch Plündern erhältst. Glück werden wir auf jeden Fall nehmen. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Wahrnehmung beeinflusst das Erfassen von Gegnern in der Nähe, die Fähigkeit, Schleichbewegung zu entdecken und die Waffenpräzision im Watz. Also, das wäre schon mal interessant zu wissen, wie
Wie erkennt der Spieler einen schleichenden Spieler, weißt du? Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und deinen Widerstand gegen Krankheiten und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Okay, Gott, hier quatscht jemand. Ich glaube, ich kann gleich jemanden zusammenschlagen. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu führen und ihnen zu helfen. Es ermöglicht dir, Skills mit höheren Punktzahlen zu teilen. Außerdem wirkt es sich auf deine Belohnung für Gruppenquests und Preise beim Handeln aus. Außer das hatten wir schon. Ich gehe auf Glück. 40% Chance, zusätzliche erste Hilfe Champs beim Durchsuchen von Champ-Behältern zu finden. Oh, cool. Ja, nehme ich. Danke. Kommen die jetzt unten hin oder kommen die jetzt oben hin? Ich glaube, es gehört so, oder? Yeah, Stufe 2. Ja, aber zuerst ziehe ich erstmal meine Brille an. Würde mich gerne selbst betrachten. Halt, man kann ja einfach ein Foto machen, ne? Moment. Heranzoomen, zentrieren, Fotomodus. So sehen wir derzeit aus. Ich mache natürlich noch eine schicke Pose. So. Lichtverhältnisse sind vielleicht ein bisschen komisch, aber naja. Ich sehe aus wie so ein Nerd. Aber naja. Ups. Alter, es geht viel zu schnell. Willkommen beim Termlink von Robco Industries. Letzte Warnung, Korrespondenz und Personalakten. Letzte Warnung. Alle Personen, die nicht Mitglieder der Personalabteilung sind und auf diese Terminal zugreifen, sind unverzüglich beim Sicherheitschef zu melden. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Korrespondenz. Nuka-Cola Cherry vermisst. Nur weil wir gehen, hat niemand das Recht, von meinem Vorrat Nuka-Cola Cherry zu stehlen. Ich habe diese Flaschen seit über 20 Jahren rationiert. Wenn ich den Dieb erwische, wird das Konsequenzen haben. So wahr mir Gott helfe. Meine Versetzung. Mir ist bewusst, dass es unter den derzeitigen Umständen trivial erscheint, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn meine Versetzung noch vor dem Rückeroberungstag bearbeitet werden könnte. Ich habe viele Jahre dafür gearbeitet, alle schriftlichen, mündlichen und körperlichen Tests zu bestehen, um Sanitärtechniker zu werden. Ich habe einen Doktor in Ingenieurswissenschaften von der GSU und möchte meine Zeit in Vault 76 nicht als Getränkeverkäufer beenden. Bitte geben Sie mir die Anerkennung, die ich mir verdient habe als Sanitärtechniker. Anerkennung? Du gräbst Scheiße aus der Toilette, Junge. Lösche alle Aufzeichnungen. Von Sicherheitschef. Betreff: Löschen alle Aufzeichnungen. Voltex Vorgaben zur Rückeroberung sind klar festgestellt. Alle Aufzeichnungen müssen vor dem Rückeroberungstag gelöscht werden, um das klarzustellen. Danach wird es keine Personalabteilung und auch kein Vault 76 mehr geben. Alle laufenden Projekte werden beendet. Falls Sie aus irgendeinem Grund keine Zeit zum Löschen Ihrer Daten haben, schicke ich jemanden, der das erledigt. Wenn Sie möchten, können Sie das gerne der Aufseherin vortragen. Na gut, wir haben da noch die Personalakten, ne? A bis F, Daten gelöscht, Daten gelöscht, Daten gelöscht. Ah, was ist das denn? Nicht gespeicherte Arbeit. Von Villionaire Senior VIP. Okay, Bildungsgrad. Doktortitel in angewandter Kommunikation, Cambridge. Errungenschaft, Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses. Ich höre Schritte, ich muss jemanden zusammenschlagen. Pazifist aktiviert, du fügst anderen Spielern keinen Schaden zu. Was? Wieso? Ich will die doch zusammenschlagen. Oh Mann, okay, gut, so viel dazu. Kein Zusammenschlagen der Spieler. Der Patrick. Guck mal, er guckt gerade in das Terminal. Kann ich das auch gleichzeitig benutzen? Tatsächlich, aber dann geht mein Pip-Boy an. Ah, gut zu wissen. Haben die gut durchdacht, haben die gut durchdacht. Ich möchte jetzt gerne eine Waffe haben. Oh, ich bin zurückgelaufen. Oh. Sie, Sir, haben die Fähigkeit, Ja. Jetzt lass mich hier endlich mal raus. Ich will die Luft, die freie, frische Luft genießen.
Aber wir sind hier noch nicht durch. Ich muss hier noch den Rest erkunden. Tür geht schon mal auf für uns, das ist gut. Hier ist nämlich noch ein Terminal. Erfordert Skill 0. Dein Skill 0. Hab ich. Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Ach. Spiel. So, okay. Das knacken wir auch noch. Ist hier noch einer? Nee. Okay. Ruler. Treffer 0. Geil. Toms. Treffer 2. Okay, wir sind schon ziemlich nah mit Toms. Word. Könnte es sein. Ah, okay, ich bin gut. Vault 76 Sicherheitsanweisung. Vault 76 ist einer der wertvollsten und bedeutendsten Vaults in unserem Netzwerk. Dementsprechend muss diesen Anordnungen um jeden Preis Folge geleistet werden. Die Zukunft Amerikas steht auf dem Spiel. Sobald Sie die Aktivierungsmeldung erhalten, ist Ihr Team autorisiert, notfalls tödliche Gewalt anzuwenden. Eliminieren Sie entschieden alle Bedrohungen, die verhindern könnten, dass ihre Bewohner rechtzeitig die Sicherheit der Vaults erreichen. Es werden ausschließlich autorisierte Bewohner aufgenommen. Alle weiteren Personen müssen als gegnerischen Kämpfer eingestuft werden. Okay, alle, die wir sehen, müssen getötet werden. Leider bin ich gerade momentan im Pazifisten-Modus, schade. Die Aufseherin verfügt über spezielle Anweisungen für den Zeitraum nach der Aktivierungsnachricht. Sobald der Eintrittsvorgang abgeschlossen ist, muss ihr Team alle Waffen in die vorgesehenen Behälter sperren. Anschließend werden sie weitere Befehle erhalten. Vertrauen Sie Ihrer Aufseherin, gehorchen Sie Ihrer Aufseherin. Jedes einzelne Mitglied Ihres Teams wurde für diesen Auftrag handverlesen. Vault-Tec glaubt an Sie. Wenn Sie zusammenarbeiten, werden Sie erfolgreich sein. Ups. Okay, Vorfallsbericht. Alkoholisierter Ruhestörer. Jill hat M. Thompson laut singend im Nachtzyklus erwischt. Er ist in die Rückeroberungsparty-Läden gegangen und hat sich ein Sechserpack geborgt. Die Regeln besagen, dass bei Diebstahl die Abriegelung erfolgen muss, aber das wäre übertrieben. In 2 Tagen sind hier eh alle raus. Thompson steckt jetzt in der Arrestzelle, um seinen Rausch auszuschlafen. Übergriff untersuchen. Was ist das denn für ein Name? Nakamura hat eine Beschwerde untersucht, die unser lieber Freund Jake eingereicht hat. Jake hat behauptet, dass E. Jefferson ihn mit Absicht geschubst hätte, um ihn zu verletzen. Nakamura hat einen Zeugen gefunden und Jake war lediglich sanft aus dem Weg geschoben worden, als er Jefferson als nichtsnutzigen Idioten angegangen hatte. Hab den Chef gefragt, ob wir Jake wegen Falschaussage drankriegen, aber er meinte, dass Jake technisch gesehen angegriffen wurde. Die Beschwerde wurde fallen gelassen. Oh Mann, ich hasse Anwälte. Anwälte sind jetzt sowieso überflüssig. Anwälte sind jetzt nur noch unsere Waffen. Untersuchung von unautorisierten Zugriff. Terminal 23B wurde letzte Nacht gehackt. Sandy hat das untersucht und wir wissen nicht, wer es war. Es wurde auf die Rückeroberungsdateien zugegriffen, was den Chef wütend macht. Was erwartet er denn? Bei der Hälfte der Bewohner handelt es sich um Genies. Wie sollen wir sie von Dateien mit beschränktem Zugriff fernhalten? Haben die Schichten verdoppelt, um mehr Augen da draußen zu haben? Als ob das helfen würde. Ich glaube nicht. Diebstahl untersucht. Noch eine Beschwerde von Jake. Schon wieder. Hab Nakamura hingeschickt, da sie die einzige ist, die diesem Kerl nicht den Hals umdrehen will. Jake behauptet, dass eine Kiste Zuckerbomben aus seinem Zimmer fehlt. Er verlangt, dass wir das untersuchen. Eine Kiste Zuckerbomben? Ich habe Nakamura gesagt, dass sie die Untersuchung einstellen soll. Der Rückeroberungstag rückt näher. Da haben wir Wichtigeres zu tun. Also irgendwer läuft hier durch die Gegend mit Zuckerbomben und freut sich seines Lebens. Kann ich verstehen. Sicherheitsaufzeichnung. Letzter Eintrag. 25 Dienstjahre. Keine Gefallenen und eine epische Verabschiedung. Ich habe ein letztes Mal darum gebeten, die Bewohner vor Öffnung der Türen zu bewaffnen, aber mein Gesuch wurde abgelehnt. Ich hoffe feierlich, dass spätere Generationen Vault 76 besuchen werden, dass sie lesen und erfahren, wie unglaublich engagiert ihre Vorfahren waren. Wie wir Amerika aus der Asche wiedergeboren haben. Aber ehrlich gesagt habe ich auch etwas Angst. Falls die Experimente in den anderen Vaults schief gehen, davon kann man wirklich Albträume kriegen. Und ich weiß ja nicht alles. Wenn es uns gelingt, zusammenzuhalten, haben wir vielleicht eine Chance. Geheimhaltung.
Musste Casey inhaftieren, da er über die Aktivierungsnachricht geredet hat. Die Katze ist nun aus dem Sack, aber Befehl ist Befehl. Das Protokoll sieht vor, dass wir morgen alles ankündigen, aber ich kann die Aufregung jetzt schon spüren. Das Team fragt ständig, was uns da draußen wohl erwartet. Die Atomraketen haben unsere externen Sensoren zerstört. Wir sind also blind. Nur die sekundären Geigenzähler sind noch funktionstüchtig. Das Gerede wird immer wilder. Überall wird getuschelt. Wer sich nach der Rückeroberung mit wem zusammentut. Ich fürchte fast, dass die größte Gefahr für das Projekt nicht da draußen lauert, sondern im Inneren des Vault. Die Bewohner sind eine eindrucksvolle Truppe, aber wehe, wenn sie losgelassen werden. Alles erledigt. Das Team hat die Aktivierungsnachricht-Checkliste komplett abgearbeitet, Protokolle gelöscht, unwichtige Ausrüstung sichergestellt, Rückeroberungskits beschafft und so weiter. Die ganze Prozedur war in Rekordzeit erledigt, als ob wir jahrelang dafür geübt hätten. Manchen passt es nicht, dass die Bewohner entlassen werden sollen, ohne dass die Aufseherin ein Auge auf sie hat, aber alles in allem eine solide Leistung. Ja, das heißt, die Aufseherin war wahrscheinlich die erste, die abgehauen ist. So, kriegen wir jetzt hier noch irgendwie unsere Waffen, die hier versteckt worden sind? Glaub nicht. Ich glaube, wir finden hier keine Waffen, ne? Na gut, gehen wir raus. Draußen ist höchstwahrscheinlich der Pazifistenmodus ausgeschaltet. Können wir vielleicht jemanden zusammenschlagen? Hi! Letzter NPC, tschüss! Draußen! Guck mal, das sind wir! Stolz! Ja! Ah, na gut, ich würde sagen, das war die Einführung. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir uns draußen wiedersehen, Leute. Draußen, in der Freiheit. Ah, als erster Mensch, der normal ist und viel redet. Na gut, nicht der erste. Genug Idioten, die schon rausgegangen sind, die wie ich sind. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, ihr spielt Vault 76, weißt du, und dann hängt da jemand an seiner Basis und quatscht die ganze Zeit so blablabla. Da denkt ihr auch noch, der ist doch vollkommen besoffen. Rückeroberungstag. Freunde, bis morgen. Ciao.